Hallo. Sehr gut. Ich finde es erfrischend hier gerade. Es war so warm im Auto. Wir mussten ein bisschen warten. Sie sprechen die Mutterrolle raus aus dem Teich. Was macht diesen Film so sehenswert? Oh, es ist ein wunderschöner Familienfilm. Zum einen aber auch eine Lebensreise im Grunde genommen einer Familie, aber auch der einzelnen Person. Und ich finde, für jeden ist etwas dabei oder ein Charakter dabei, mit dem man sich sehr gut identifizieren kann. Und für mich war Pam, eben die Mutter, auch ein Charakter, in den ich mich sofort reinfühlen konnte, weil ich viele Gemeinsamkeiten habe mit diesem Charakter. Sie sind im wahren Leben auch Mutter. Wo sind denn die Gemeinsamkeiten? Ich bin einerseits eine Mutter, die natürlich ihre Kinder unbedingt immer beschützen und bei sich haben möchte und immer alles richtig machen möchte. Aber ich bin schon auch jemand, der immer wieder selber guckt, was ist da draußen alles los? Was gibt es für Abenteuer? Was kann man erleben? Man muss eben mal raus aus dem Teich, um das Leben, also raus aus der Komfortzone, um das Leben wirklich zu leben. Und das bringe ich schon auch meinen Kindern bei. Wann sind Sie denn das letzte Mal raus aus der Komfortzone? Oh, vor einem Jahr. Ich habe ziemlich viel vor einem Jahr umgeschmissen, Job gekündigt, einige andere Sachen im Privatleben verändert. Und also ich kann wirklich von mir behaupten, dass ich einmal mich rausgewagt habe. Und wie geht es Ihnen jetzt damit? Waren die Entscheidungen richtig? Ja, die war goldrichtig. Also ich glaube, jeder hat so eine Phase im Leben, wo er sich einmal kurz hinstellt, alles reflektiert und guckt, wo bin ich, wo stehe ich und wie möchte ich, dass das alles weitergeht. Aber auch ein Jahr später denke ich, das war der richtige Weg für mich. Ja. Wie schafft man es denn dann, dass, ich sag mal, auch Familienleben gelingt? Das ist ja nicht immer ganz einfach. Vielleicht auch Patchwork. Wie macht man das? Ich bin 24 Stunden im Einsatz. Also es ist natürlich als arbeitende Mutter und wenn man viel unterwegs ist, geht es um sehr viel Organisation vor allen Dingen. Man muss die Dinge, die man privat vielleicht gerne macht, mir ist Sport zum Beispiel sehr wichtig, immer noch irgendwo mit reinquetschen. Man muss sich ständig absprechen. Man hat wenig Ruhephasen, aber das ist das Leben, das ich mir ausgesucht habe und das ist okay. Sie sehen toll aus. Sie haben eben Sport gesagt. Also Sie sind super Figur. Ja, Dankeschön. Was tun Sie für sich, um fit und auch gesund zu sein? Ich bin seit über 20 Jahren leidenschaftliche Joggerin und vor kurzem habe ich noch mit CrossFit angefangen. Und wenn ich gar keine Zeit habe, dann mache ich so ein paar Workout-Übungen im Hotelzimmer. Ja. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Wie werden Sie feiern? Ganz traditionell in Wien mit einer sehr, sehr großen Familie. Und da kommt noch das Christkind und alles. Wir sind vorher in der Christmette im Stephansdom. Und also sehr traditionell und sehr schön, sehr familiär. Freue ich mich drauf. Gibt es besondere Traditionen? Wir essen viel. Das ist unsere Tradition. Sehr gerne.